Hallo und willkommen auf dem Circuit Paul Ricard, der derzeitigen Heimat des französischen Grand Prix. Dieses Event geht bis ins Jahr 1906 zurück und wurde über die vielen Jahre an verschiedenen Orten ausgetragen. Berühmte Momente aus Dijon und Manicourt kommen in vielen Zusammenschnitten der Formel 1 vor. Hoffen wir, dass wir davon im heutigen Rennen auch ähnliche Szenen sehen werden. 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometern zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 Stundenkilometern liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden. Da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometern. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Hamilton, Valtteri Bottas und Magnussen, Russell, Mick Schumacher, Norris und Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Gasly, Esteban Ocon und Perez, Vettel, Tsunoda, Alexander Albon und der einzig wahre. Stroll, Joe, hier gab es eine Gridstrafe. Lirim Zendeli und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Mein Co-Kommentator fürs heutige Rennen ist Stefan Römer. Wir sollten über Alfa Romeo reden. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Okay, this is our engine supplier's home Grand Prix, so let's give them a race worth watching. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22, My Team Karriere mit mir, dem Ray. Und hat da wirklich Sascha gerade der einzig wahre gesagt? Also das können wir so nicht stehen lassen, das muss natürlich die einzig wahre heißen, ja, der Running Gag darf nicht sterben, aber ich hoffe mal, das bringt uns jetzt kein Pech ein. Zumindest mal hat es uns eine Startposition weiter nach vorne gespielt, ne, zwei Positionen, ne, eine. P19 haben wir uns qualifiziert und ich bin da sehr happy mit. Klingt zwar komisch, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch das schlechteste Fahrzeug im Grid oder wieder das schlechteste Fahrzeug im Grid. Seit Österreich sind wir da nämlich wieder hinter Aston Martin und Williams gerutscht. Aber das hält uns trotzdem nicht auf, genau diese beiden Teams anzuvisieren. Ne? Links vor mir Williams und da ein bisschen weiter links noch weiter vorne ein Aston Martin. Also gucken wir mal, was im Rennen geht. Wir gehen rein in die Strategie und da sagt er einmal, ja, ich soll eine Runde eher, aber das könnte sich wieder mit dem Teamkollegen schneiden. Deswegen, der sagt sogar noch früher rein, ist sogar noch besser. Laut Hochrechnung. Deswegen machen wir das einfach auch mal, oder? Machen wir es mal so. Ein bisschen längerer Stint mit den Harten. Ich meine, wir können ja immer mal noch gucken, wie die Mediums sich abnutzen. Wobei, warte mal. Ja doch, wir können immer noch gucken. Passt schon. Ja, Sprit machen wir mal, würde ich sagen, so. Das soll schon passen. Und dann, ja, nicht lang schnacken, sondern rein da ins Rennen, beziehungsweise in die Einführungsrunde. So, alle drumherum auch auf Mediums, alles klar. Ähnliches Bild. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Ja, Quali lief ganz gut, keine perfekte Runde hinbekommen, aber eine sehr gute Runde hinbekommen, die ich dann quasi nochmals bestätigt habe. Und mit P19, wie gesagt, ursprünglich eigentlich sehr zufrieden, jetzt P18, weil Joe da hinten nochmal eine Crit-Platzstrafe bekommen hat. Wir haben Stroll geschlagen, wir haben Latifi geschlagen und wir haben unseren Teamkollegen geschlagen. Und ja, wer die Qualifying-Folge vielleicht nicht gesehen hat, denn ich weiß, der eine oder andere guckt eher nur die Rennen an. Ja, wir haben einen neuen Teamkollegen. Ich habe mal Lirim Zendeli verpflichtet. Ich habe gedacht, wir können ja mal ein bisschen durchwechseln. Das heißt ja nicht, dass Beckmann dann jetzt für immer weg ist. Ja, vielleicht holen wir ihn auch wieder zurück. Wir können ja einfach mal verschiedene Talente ausprobieren. Ja, deswegen, warum auch nicht? Und Lirim ist ja auf jeden Fall eine coole Socke. Deswegen nehmen wir den einfach mal gerne mit ins Team. Und wie ich finde, hat er schon mal einen ganz guten Job gemacht. Mit einem
oder mit dem schlechtesten Auto schon mal einen anderen Fahrer geschlagen, der nominell in etwas besserem Auto sitzt. So, gucken wir mal. Wetter bleibt schön. Das ist auch schon mal was für die digitalen Fans hier auf den Tribünen. Ja, ich bin heiß. Ich hab Bock. Frankreich war eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster, wenn es darum ging, aus einer Negativphase rauszukommen in der Karriere. Und ja, man hört raus, ich hatte schon in den vergangenen F1-Karrieren immer mal wieder so Phasen, wo es nicht so lief. Und klar, wir sind halt unten drin. Wir müssen gucken, dass wir da rauskommen. Und vielleicht ist das jetzt der Wendepunkt, ich habe schon gesagt, den wir jetzt brauchen in dieser Karriere. So oder so, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit dabei bist beim großen Preis von Frankreich hier auf dem Circuit Paul Ricard. Ich hab Bock drauf, ich bin heiß. So, auf geht's. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get good launch as the race starts. Ja, starten ist halt immer so eine Sache, ne? Muss ich noch mal ein bisschen üben, aber ist auch schwierig, finde ich, mit dem Auto und die KI hat einfach so viel Traktion. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet für den Grand Prix. Teile sahen noch alle grün aus. Ja, da ist nicht viel Platz, deswegen müssen wir jetzt gucken. Oh, ne. Du setzt dich da jetzt nicht rein, Latifi. Nee, nee, nee. Ja, diese scheiß Starts, ey, die gehen mir schon ein bisschen auf den Sack. Vielleicht mache ich auch wieder die unterstützten Starts rein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich meine, ich kann halt keine Frühstarts machen. Ich kuppel dann halt nicht selber, aber das Kuppeln ist ja eh kein richtiges Kuppeln. Das ist ja wirklich nur so ein Knöpfchen drücken. Deswegen, und mit den unterstützten Starts ist es dann doch ein bisschen besser, weil ich diesen initialen Wheelspin einfach nicht habe. Ich habe halt schon beim Losfahren halt ein minimaler Wheelspin und den kriegst du dann halt nicht mehr gerettet. Egal wie viel Drehzahl ich nutze bei unserem Karriereauto, das ist völlig irrelevant. Na ja, egal, jetzt Konzentration. Alright, let's focus now for the rest of the race. Okay, der bremst ein bisschen früher. Das ging nochmal gut. Deswegen bremse ich auch meistens nicht so spät in die erste Kurve rein, weil ich halt einfach nicht weiß, wann die überhaupt bremsen. Und durch den berühmten Ziehharmonika-Effekt auch immer so eine Sache. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie machen wir das am geschicktesten. Der Auto liegt gut. Viel Grip unten raus. Darauf habe ich ein bisschen Wert gelegt beim Setup. Aber wir kennen es schon, wenn wir jetzt hier so ein bisschen in diesem
Train ist, ist immer ein bisschen schwierig mit dem Überholen. Müssen wir jetzt irgendwo gucken, wo wir vielleicht uns besser positionieren können. Okay, good work. Great pass. Let's go! Versuchen an Joe dran zu bleiben, sich ein bisschen mitziehen lassen. Der Alfa Romeo ist natürlich stärker. Aber wenn wir ein bisschen DRS von ihm mitschnochen können, wäre nicht schlecht. Und so dann wieder vielleicht an die Gruppe da vorne rankommen. Die Pace ist da. Komm, auf geht's! So aber nicht, Ray, so nicht. So nicht. Das ist so hart, dieses ohne ABS. Das hat nicht mal groß was mit der Bremse zu tun, aber wenn du einlenkst, ist manchmal hast du Grip, manchmal hast du es nicht. Wenn du ABS anschaltest, gibt es diesen Effekt gar nicht. Das ist so krass. Also, und das kostet sich alles manchmal beim Einlenken. Tut mir jetzt leid an Zendeli, weil das hat ihn jetzt übelst Schwung gekostet. Und ich bin leider raus aus dem DRS-Fenster und jetzt wird's richtig schwer. Okay, komm, Fokus. Da muss ich ein bisschen drauf achten mit diesem Einlenken, dass ich das tunlichst vermeide, dass dieser Gripverlust nicht passiert. Okay, gap to the car ahead is 1.6 seconds. Ja, ist blöd. Wir sind halt nicht so schnell. Wenn da vorne jetzt nicht irgendwie gekämpft wird oder so. Wir haben jetzt uns immerhin mal vor der Gruppe hinter uns so ein bisschen abgesetzt. Aber jetzt da vorne rankommen. Ich meine, das ist immerhin ein Alfa Romeo. Wir fahren eine ähnliche Pace, aber er ist doch minimal schneller. Und ich opfer doch gerade sehr viel ERS. Deswegen muss ich eher gucken, dass ich da hinten nicht irgendwie da ranrücke. Ja, wie gesagt, schreibt es mal zu den Starts. Irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe halt das Gefühl, dass dieses Karriereauto einfach nicht gut zu starten ist. Da kannst du auch die ganzen Pro-Tipps nicht anwenden irgendwie. Ob ich dann halt eben wieder
Starthilfe nutzen soll oder keine Ahnung. Oder vielleicht seht ihr was beim Zuschauen, was ich essentiell falsch mache. Manchmal sieht man ja einfach, wenn man selber nicht aktiv spielt, ja, berühmtes Backseat-Gaming, aber in dem Fall erlaube ich es euch, was ich da vielleicht komplett falsch mache. Zu früh ans Gas gehe, zu wenig ans Gas gehe, doch eine falsche Drehzahl. Also wie gesagt, 11.000 Umdrehungen ist zu hoch. Ich habe es jetzt mal mit 10,5 probiert, ist aber auch schon gefühlt wieder zu hoch gewesen. Ich glaube, dieses Karriereauto, dieser Renault-Motor vor allem, der braucht, glaube ich, echt so 9,5 oder so oder knapp unter 10. Ist, glaube ich, bei dem so perfekt zwischen genug Drehzahl, aber doch kein durchdrehender Räder. Weil ich habe halt einfach schon auf den ersten Metern einen kleinen Wheelspin und dann sind die schon so ein bisschen angeheizt dadurch und dann funktioniert es halt leider irgendwie nicht. Ja, Stroll jetzt vorbei an Zendeli, das war auch nur eine Frage der Zeit. Ich meine, Stroll hat jetzt auch DRS die ganze Zeit. Ist nur die Frage, ob wir uns von Stroll absetzen können weiterhin. Nach vorne sehe ich gerade keine Chance, ehrlich gesagt. Weil die doch alle deutlich schneller sind. Aber jetzt gucken wir mal. Ich habe wieder genau das Problem gehabt beim Einlenken. Ist der Grip nicht da? Wie gesagt, gibt's nur ohne ABS. Das ist ganz weird. Ich weiß nicht, warum das ABS das dann verhindert, aber ist so. Wahrscheinlich, also meine Vermutung ist halt wirklich, dass die Bremsen ohne ABS manchmal einfach zu heiß werden. Und das färbt dann auf den Grip des Rades direkt ab. Ja, achten wir gleich mal über Startziel. Wie es ist vom Abstand zum Stroll. Aktuell bin ich jetzt wieder so ein bisschen im Niemandsland leider. Aber lieber bin ich jetzt hier gerade vor den direkten Konkurrenten als hinten dran und komme nicht vorbei. Wie gesagt, war ein bisschen schade, dass ich das DRS da direkt verloren habe. Vielleicht hätte ich mich dann sonst wirklich ein bisschen mitziehen lassen können. Sollte man echt nicht unterschätzen. Gerade wenn man im schwächeren Auto sitzt, kann so ein DRS-Boost schon was bringen. Vettel unglaublich stark dieses Rennwochenende. Ganz da vorne dabei. Ja, ich krieg's Auto echt nicht in die erste Schikane rein. Das kostet natürlich auch immer Zeit. Abstand bleibt ungefähr gleich, würde ich sagen. Da vorne gab es einen riesen Unfall. Macht die KI wieder Bullshit. Ja, geil, KI. Das ist zu langsam. Ja, da liegt einer. Ich wollte jetzt extra nicht da an den ganzen Ghosts vorbeifahren. Weil ich will jetzt nicht tausende Positionen gewinnen, nur weil die KI irgendwie dann Probleme hat und nicht vorbeikommt. Jawohl, das machen wir. Da hat irgendwie die KI noch so ein bisschen Probleme. Wenn ein Unfall passiert, dann machen die wirklich so ein Parking. Hatten wir in Bahrain auch dieses Problem. Aber jetzt bin ich, glaube ich, nicht an zu vielen vorbei gerutscht. Also klar, die einen Unfall hatten, vielleicht den einen oder anderen. Aber ich meine, Stroll ist da jetzt auch mit dabei. Ich bin jetzt quasi an Show vorbei. Das ist jetzt die eine Position. Aber ich glaube, das sollte passen. Wie gesagt, ich will solche Fehler jetzt auch nicht ultra ausnutzen. Von dem her denke ich mal, ist es jetzt ganz okay. Was a fantastic stop, faster than we were expecting. Look after these tires now, we want to finish the race on this compound.
Ich meine, es waren ja auch einige schon vor dem Safety Car, vor dem Unfall in der Box. Dadurch waren wir eh ein bisschen weiter vorne. Jetzt als erster Fahrer haben wir natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass wir vor dem einen oder anderen rausgelandet sind. Also Perez wird natürlich gleich richtig Chaos machen beim Restart hinter uns. Deswegen, da fighten wir gar nicht lange gegen, sondern lassen uns eher mitziehen, würde ich sagen. Aber ja, so ein Safety Car kann immer ein bisschen was durcheinander bringen. Und bis jetzt haben wir ja in der Karriere schon gesehen, dass ein Safety Car wirklich immer ein bisschen was bringen kann. Jetzt gucken wir mal. Hat auch einen sehr guten Stop. Vettel war vor uns, jetzt ist er hinter uns nach dem Stop. Also, das hat sehr gut gepasst. Er hat unser Team sehr gut gearbeitet. Wir sind auch direkt wieder raus. Wir mussten nicht auf einen anderen Fahrer warten, den wir noch vorbeilassen mussten wegen Unsafe Release oder so. Also, das war jetzt natürlich auch sehr geil. Jetzt gucken wir einfach mal, was im Rennen noch so geht. Aber ja, ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden. Die KI braucht in vielen Belangen noch ein bisschen Pflege. Aber ja, will jetzt nicht die ganze Zeit wieder drüber reden. Wir wissen es alle, ihr habt es gesehen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein sehr langes Rennen auf den Harten durchstehen, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Wer weiß, vielleicht war es auch gar nicht das letzte Safety Car. Echt ein bisschen, das mit der Bremse ein bisschen besser hinkriegen, dass er eben die auf der Bremse nicht so überhitzen beim Einlenken, wie ich es jetzt schon thematisiert habe. Das ist jetzt ein Problem, was mir halt gerade so die erste Schikane jetzt ein paar Mal schon aufgefallen ist. Aber ich bin wahrscheinlich auch immer ein bisschen zu spät dran, muss ich sagen, für die erste Schikane. Das kommt halt dann vielleicht auch nochmal dazu. So, vor uns auf jeden Fall keiner, den wir wirklich attackieren werden. Hinter uns genug, die uns attackieren werden. Das heißt, es wird ein ähnliches Spiel wie schon in Miami. Dass wir natürlich ein bisschen nach hinten achten müssen. Ähnliches Spiel wie auch in Baku. Aber einfach jetzt unseren Ding fahren und wenn halt einer schneller ist, dann ist er schneller. Da machen wir uns jetzt nicht verrückt. Das ist halt das Los eines Low-Budget-Teams. Ich denke mal, dass wir jetzt auch dann die Runde wieder reingehen. Beziehungsweise Safety-Car reingeht. So rum, nee, ich gehe nicht rein. Norris auf jeden Fall auf Soft, der wird nicht durchfahren. Also das könnte schon mal ein Kandidat sein, den wir vielleicht schlagen könnten. McLaren lief es auch gut. Der ist jetzt nicht so viel hinter uns. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Das ist halt so krass, wenn du guckst, wie die KI einfach so langsam vor sich her dümpelt und die hat trotzdem direkt perfekt warme Reifen. Also das ist der Grund, warum ich eben diese nur Oberflächentemperatur eingestellt habe. Und selbst die müssen wir ja ein bisschen auf Temperatur halten, sonst haben wir jetzt gleich ein Problem beim Restart. Also Mirim, eben wie gesagt, der ist auch, keine Ahnung, Position 15 oder so, also auch richtig gut nach vorne gekommen dadurch. Und er muss ja auf uns warten beim Boxenstopp, also das lief sehr gut für unser Team. Ja, auf geht's, Vorsicht. Green flag. Wieso ist der Haas so schnell? So, jetzt aufpassen hier. Sehr gut, Ray. So macht man's. Dann Norris und Perez werden natürlich jetzt direkt Angriff machen. Perez lassen wir am besten direkt durch, sonst verlieren wir zu viel Zeit, jetzt der Kampflinie zu fahren. Norris, denke ich, werden wir auch direkt durchlassen müssen. So, Perez ist aber keine Kacke bauen, bitte. Danke. Okay,
Okay, some information on Norris. They've got an issue with their car. They're going to be slow. Ja, dann halt nicht. Der hat meine schlechte Luft eingeatmet. Nein, 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 wir drehen uns nicht weg. Das ist so krass, wenn du so dicht im Diffusor vom anderen hängst, wie manchmal die Autos dann auf einmal unruhig werden. Ja, Norris trotzdem durch die Softs jetzt halt ultra schnell. Problem hin oder her. Guck mal, Latifi auch auf 12, ne? Also, wollte jetzt niemand sagen hier, das ist ungerechtfertigt, die Position. Also, ich, wie gesagt, ich bin jetzt extra nicht an den ganzen Ghosts vorbeigefahren. Ich finde das jetzt eine faire, legitime Situation, die jetzt entstanden ist. Jetzt müssen wir aber das Beste draus machen. Ist halt ziemlich ramponiert. Ja, doch, Norris muss es doch abreißen lassen. Das ist unsere Chance, weil das wird jetzt eine kleine Lücke aufreißen. Und alles, was die jetzt hinter uns dann erstmal wieder zufahren müssen, kann am Ende vielleicht über die eine oder andere Position entscheiden. Jetzt bin ich halt wieder quasi im Niemandsland, aber im deutlich besseren Niemandsland. Also mit Niemandsland meine ich keinen Anschluss nach vorne, keinen Anschluss nach hinten. Aber wir sind deutlich weiter vorne und das ist sehr gut. Vorsicht. Ja, man merkt, das Auto und die harten, also das Gewicht des Autos ist noch nicht super leicht geworden. Wir sind ja noch nicht bei der Rennhalbzeit und die harten merkst du dann halt auch irgendwo. Jetzt kommt Latifi an Norris vorbei, siehst du mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Abstand aber trotzdem zu Latifi vergrößern können. Ich gehe mal davon aus, aber ich denke mal, dass das auch da hinten jetzt alle an Norris vorbeifahren und dann denke ich mal, wenn die auch an Latifi vorbeifahren. Aber jetzt gucken wir erstmal auf uns und blick nach vorne erstmal auf die Strecke. ,9 auf Latifi. Ja, so muss man die erste Schikane fahren. So ist doch gut. Our gap to the car in front is 2.8 seconds. Latifi macht das gerade echt gut, der hält da alle auf gerade. Aber ich denke mal, dass über kurz und lang Show natürlich da vorbeigeht. Und die anderen hinten dran auch. Ich meine, Norris ist da auch noch ein Faktor, der da mittendrin so ein bisschen blockiert.
wie gesagt, ich achte jetzt nicht zu sehr, was da hinten ist, sondern eher gucke ich da auf mich. Denn wie schon gesagt, mal ein Rennen ohne eigenen Fehler, mal wieder ein Rennen ohne eigenen Fehler zu fahren, wäre auch schon ein Erfolgserlebnis genug. 3,6 jetzt auf jeden Fall, also ein bisschen schneller. Wir wissen aber auch nicht, ob er Kampflinie da hinten fährt. Sei es drum, Abstand wird größer. Sehr gut. Ja, Sprit reicht dicke durch die Safety-Car-Phase. Das ist sehr gut. Vettel, das ist natürlich jetzt auch interessant. Mehr oder weniger ein direkter Konkurrent. Ja, Joe jetzt halt auch vorbei, das ist jetzt auch interessant. Ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich riesig aufholen. Aber schauen wir mal. Vielleicht halten die sich ja noch gegenseitig alle ein bisschen auf. Ricardo in der Box, also nochmal ein McLaren, der dann auf einer etwas anderen Strategie ist. Bei der war, glaube ich, gar nicht vor uns, weil wir sind jetzt 10 da geblieben, der war eh schon hinter uns. Also da ist wohl irgendwas anderes und da ist ein Alpha Tauri wohl am Ausscheiden gerade. Gasly. Okay. Also, Joe holt auf. Vettel würde ich aktuell sagen, 4,2. Merken wir das uns mal an der Stelle, wie sich das entwickelt. Ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen, wir gehen eine ähnliche Pace wie Vettel gerade, dass es jetzt sehr gut ist. Weil jetzt ist er ein bisschen rangekommen, aber ich denke mal durchs DRS halt natürlich. Aber Cedeli auch top, der ist ja auch mit dabei, ne? Also, top, top, top. Vettel holt da leider auch ein bisschen auf. Wird ein bisschen überrascht. Ups. Ja, die kommen jetzt schon in großen Schritten. Aber ich glaube, Vettel kommt halt auch so krass nah, weil er sich durchs DRS ein bisschen ziehen lässt. Aber Vettel ist trotzdem saustark dieses Rennwochenende. Deswegen. Wenn die halt dran sind, wird es ganz schwierig, glaube ich. Aber gucken wir mal. Ja, haben jetzt 3, 4, 5 Zehntel ungefähr verloren. Auf Vettel. Auf Show sowieso. Vettel jetzt an Show vorbei. Sehr gut, wenn die miteinander kämpfen. Ist es gar nicht so verkehrt für uns. Ich hoffe, sie nehmen sich nur ein bisschen Zeit dadurch von der Uhr.
hier traue ich mich nicht so krass ans Gas zu gehen, weil da wird das Auto gern mal unruhig. 3,5 jetzt zu Vettel, okay. Boah, ich muss mit ERS aufpassen, ich gebe da zu viel raus gerade. Ja, mir fehlt da auch ein bisschen Motorleistung, ne? Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ausmacht, der abnutzende Verbrenner, aber... Also gerade auf den Geraden kommt Vettel jetzt auch ohne DRS gut rangeschossen. Aber noch ist er nicht dran. Und ich mache mich da jetzt auch nicht verrückt, nicht falsch verstehen. Ich beobachte nur und gebe wieder. Ich gebe quasi meine Gedanken ungefiltert einfach an dich weiter. Aber ja, die sind schneller. Die holen auf. Ja, gerade hier auf der Mistral-Gerade durch die Schikane und alles, da holt er echt immer ein paar Zehntel, knappert er mir weg. Das ist echt krass. Gerade jetzt, wo ich auch nicht mal ERS verwenden konnte oder gemacht habe. Also Vettel auf jeden Fall dieses Wochenende mit seinem Essen schon ein bisschen on fire. Das wird schwer. Muss ich halt hoffen, dass der Alfa Romeo da ein bisschen Druck macht noch. Aber Zendeli, Top-Debüt, muss man sagen. Top-Debüt. War keine falsche Entscheidung, da zu wechseln. Und auch mal Zendeli die Chance zu geben. Ich meine, das bringt ja unser Team auch voran. Mehr Publicity, mehr Sponsoren, mehr Geld, bessere Facilities, bessere Upgrades, schnellere Upgrades. Besseres Auto, wiederum bessere Ergebnisse und so weiter und so fort. Aber ich finde, ich kämpfe mich ganz gut rein ins Rennen. Noch nicht alles ganz perfekt, aber hey, wir fahren auch irgendwo noch eine Schrottlaube. Irgendwo kann man ja auch nicht immer mit dem Ding pushen. So wie jetzt, das hat er zum Beispiel gar nicht angenommen, diesen Lenkbefehl. Das hat jetzt Ultraschwung gekostet. Und das hat gleich mal ihn 15 oder so rangebracht. Das ist der Wahnsinn, was das ausmacht. Ja, das könnte übelst krasses Ende werden jetzt noch.
Mal gucken, es bleibt spannend. Boah, ich habe mich voll verbremst. Hey, ich war voll verwirrt gerade. Das sieht halt alles so gleich aus hier. Ja, jetzt bist du erst recht dran. Komm, Ray, das waren jetzt gefühlt eine ganze Sekunde hergeschenkt in der Runde jetzt schon. Weil beim einen kann ich nichts, beim anderen schon. Konzentriert bleiben. Fokus. Oh, Vettel ist halt ein bisschen schneller. Ey, das wird ein richtig, richtig spannendes Finale. Uiuiuiui. Ich merke aber, wie das Auto schlecht oder wie die Reifen schlechter werden. Der Motor wird garantiert auch nicht besser. Mercedes vorne ist raus. Schon mal ein Platz für uns, sehr gut. Okay, be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Man merkt richtig, die Vorderräder haben einfach keinen Grip mehr. Fuck, guck mal, wie der herangeschossen kommt, ey. Ja, der ist jetzt ja gleich im DRS-Fenster, dann wird's. Ja, ich glaube, dann sind wir chancenlos. Aber, naja. Ich versuch trotzdem zu verteidigen, mal gucken, was halt geht. Wahnsinn beim Einlenken und beim Anbremsen aufpassen, dass ich da keinen Lock-up reinkrieg. Hinterräder sind natürlich noch fantastisch. Ja, hier, ich muss früher einlenken. Okay, be careful. I think you're gonna start losing some tire grip anytime now. Ja, die habe ich schon. Die habe ich schon, Marc. Das merke ich schon beim Einlenken. Okay, gap ahead is 11. Das gibt's doch nicht! Woher schon wieder? Woher? Ich habe nicht mehr gepusht als die Runden davor. Ja, das ist doch so zum Kotzen in dem Game, Mann. Ohne Witz. Diese Snap-Overs, die ja aus dem Nichts schon wieder. Ich wette mit euch, ich habe nicht mehr Gas gegeben als die Runden davor. Wette. Oder bin einen anderen Lenkwinkel gefahren oder so.
Das gibt's doch einfach nicht. Das ist so random manchmal. Ja, die Reifen bauen ab, aber die Hinterreifen, wie schon gesagt, die haben ja eigentlich gut Grip noch. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Vor allem dieses Wupp. Es ist nicht so, oh, du hast weniger Grip, du kannst gegenlenken, wie es manchmal ist. Nein, es ist dieses Wupp und es ist weg. Also vielleicht liegt sie wirklich noch in diesem scheiß Auto, aber es kann ja auch nicht sein, oder? Also, bei aller Liebe. Ah, schade, ey. Es wäre jetzt spannender vielleicht noch geworden. Es sah zwar nicht so gut aus, aber vielleicht hätte es ja doch noch im Kampf um den Punkt gereicht oder so. Schade, ey. Also ich gucke es mir nochmal an. Ich will natürlich jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Im Vergleich zu den Runden davor. Aber ich wüsste nicht was. Ich habe nicht mehr gepusht. Oder sonst was als die Runden davor. Schade. Aber weitermachen jetzt. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Ja, vielleicht zu wenig geshortshiftet oder so. Aber trotzdem, die Runden davor ging es doch auch. Also es ist, glaube ich, manchmal echt so ein Mühe oder so. Oder keine Ahnung. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist halt so auch so. Aber wie gesagt, es ist ja nicht einfach, dass der Grip weniger ist und man muss da ein bisschen gegenlenken, sondern es ist ja wirklich so dieses Fupp und weg. Es ist wirklich dieses Snap-Over-Steer. Und immer gleich. Es ist ja nicht im Kurveneingang, also in die Kurven rein oder so, sondern es ist ja wirklich aus der Kurve raus, aber nicht jetzt direkt so aus den ersten paar Metern, sondern das ist ja wirklich schon eigentlich, wenn du schon längst wieder deutlich mehr Grip haben solltest. Ja, je mehr du ja eigentlich aus der Kurve rausfährst, je mehr das Lenkrad gerade wird, desto mehr Grip solltest du eigentlich haben. Also das ist ganz, ganz weird. Irgendwie hatte ich jetzt gerade das Gefühl, mir ist Leistung weggedroppt. Wenn ich jetzt auf einmal 50 PS weniger bekommen habe. Bin gerade ultra langsam geworden gefühlt. Komm, fallen wir jetzt nicht auseinander, Kiste. Eine Runde noch. Auch nicht mehr in den Reifen, also zumindest mal vorne nicht. Keine Chance, wenn der rangeschossen kommt. Keine Schnitte. Der sticht halt auch noch rein, das macht jetzt den Konter schwierig. Alter, wieder wegzieht! Ja gut, okay, ist letzte Runde, da ist die KI ja eh immer auf
Ultra-Turbo-Super-Duper-Gang. Deswegen klar. Also schade, dass gegen Alex auch nicht reicht. Hätte gereicht auf jeden Fall gegen ihn. Gegen Vettel und Joe wahrscheinlich nicht. Also es macht jetzt eine Position Unterschied wahrscheinlich am Ende. Trotzdem ärgerlich, dass halt wieder so ein Dreher dabei sein muss. Ja, 12. Platz. Ich denke, ein sehr gutes Ergebnis natürlich, geschuldet durch das Safety Car, durch das Chaos. Was mich halt, wie gesagt, wieder am meisten stört, ist dieses, dass da wieder ein Dreher drin war. Wo ich behaupte, dass ich da nichts dafür kann. Aber ich muss es mir nochmal angucken. Was Vielleicht für schon. Eine fantastische Leistung von Ferrari. Da gibt es keine zwei Meinungen. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Dank eines beeindruckenden Resultats heute übernimmt Charles Leclerc die Führungsposition in der Meisterschaft. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Guan Yu Zhou ist für mich der Fahrer des Tages. Seine durchgängig starke Leistung heute hat mich wirklich beeindruckt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, also Punkte wären heute vielleicht drin gewesen, wenn es ein bisschen für uns lief. Der Dreher hin oder her, also es wäre schwierig geworden. Ich meine, man hat jetzt, glaube ich, an Alex gesehen in dieser letzten Runde, was für ein Turbogang er nochmal gezündet hat. Die KI haut meistens am Ende nochmal das komplette ERS raus. Ich hatte leider nichts mehr, ich habe es aber auch nicht wirklich reinbekommen. Ich war halt immer darauf, immer ein bisschen rauszugeben, um den Abstand so ein bisschen von Vettel zu wahren, dass die halt auf jeden Fall nicht ins DRS-Fenster kommen. Ja, vielleicht habe ich mich unterbewusst minimal verrückt gemacht in dieser einen Kurve oder aus dem Exit und dadurch vielleicht minimal mehr Gas gegeben, minimal zu viel Lenkwinkel gehabt. Das ist auch sehr entscheidend, wie viel Lenkwinkel man einfach hat. Und wie gesagt, halt nicht konsequent dann Short geschiftet. Und vielleicht ist es dann mein Fehler. Man darf halt nicht vergessen, diese Boliden haben halt diesen weniger Grip. Wobei ich immer noch sage, es ist nicht weniger Grip. Das ist eigentlich die falsche Formulierung. Weil weniger Grip würde bedeuten, man würde einfach aus jeder Ecke deutlich mehr zu kämpfen haben. Du hast ja erstmal Grip. Und dann auf einmal kriegst du einen Spin auf die Hinterachse. Und dann dieses Snap-Oversteer, was du nicht einfangen kannst. Das ist ganz ekelhaft, sehr komisch vor allem. Aber ja, so ist es, damit müssen wir kämpfen. Wie gesagt, ich muss, glaube ich, einfach an den kritischen Stellen eines Grand Prix, und da zählt natürlich diese Kurve dazu, das ist jetzt an der Stelle passiert, wo jetzt keine Überraschung ist, dass sowas passieren kann, da einfach konsequenter wirklich, glaube ich, den Short-Shift ziehen. Der ist zwar vielleicht minimal langsamer, aber er ist halt auf jeden Fall sicherer. Aber sei es drum, das hätte, glaube ich, am Ergebnis nicht viel geändert, dann wären wir jetzt halt 11. statt 12. So oder so, glaube ich, war es ein gutes Rennen. Eine gute Pace gehabt, auch wenn jetzt die Rundenzeit erstmal nicht so überragend ausschaut, eigentlich. Ja, aber wobei, man weiß halt auch nie, wie die Rundenzeiten der anderen so zusammengekommen ist. Aber ich denke trotzdem, dass die Pace ganz ordentlich war. Ich bin auf jeden Fall damit zufrieden und ich glaube, mit dem Ergebnis können wir auch zufrieden sein. Auch Top-Ergebnis von Lirim.
Und ja, ich muss einfach gucken. Auto weiterentwickeln, das Auto stabiler bekommen. Ne? Ich glaube, ein besseres Auto würde solche Situationen natürlich auch besser einfangen, abfangen, wie auch immer. Und wie gesagt, das ist ja auch für mich ein Entwicklungsprozess. Einfach immer mitnehmen, gar nicht jetzt irgendwie sich kaputt reden dadurch oder sonst was. Und deswegen mache ich da jetzt auch keine Riesendiskussion am Ende. Ich bedanke mich vielmals fürs Dabeisein. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und hast eine gute Unterhaltung genossen. Und ich kann nur eins sagen, das wird alles ja besser werden. Denn die Karriere ist natürlich ja nicht nur für eine Saison ausgelegt, sondern wirklich für mehrere. Und jetzt am Anfang sind wir halt da hinten. Wobei, jetzt sind wir ja eigentlich sogar im Mittelfeld gewesen. Aber ja, das geht natürlich nach vorne. Zweite Saison, der Angriff ins Mittelfeld und wahrscheinlich dritte Saison vielleicht sogar ein bisschen weiter nach vorne. Schauen wir einfach mal. So oder so, das ist nicht ein Ding, was von heute auf morgen passiert, sondern muss sich stetig entwickeln. Und wenn wir immer positiv bleiben und das Wichtige mitnehmen, ja, das Wichtige verbessern am Auto, am Team und natürlich ich selbst, dann bin ich da guter Dinge, dass es da auf jeden Fall vorangeht. Mit dem Ergebnis können wir mehr als gut leben. Ich verabschiede mich in die Highlights. Und wünsche dir da viel Spaß nochmal. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao.